Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Xenoblade Chronicles 3. Ich bin euer Mr. Bebop und dies ist Folge 66. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Das ging fix. Noch höher. Das ist so hoch. Ich kann schon fast gar nichts mehr sehen. Eine wunderschöne Natur. Doch, wie hoch geht das Schwert denn noch? Man muss das mal überlegen. Das ist ein Schwert. Von einem Vorzeit-Riesenwesen. Das ist einfach nur eine Waffe und trotzdem ist es mehr. Man kann da drin leben, drin laufen, es gibt einen Fahrstuhl. Frage ist, wird das von diesem Menschen hier selbst erbaut? Also das Innenleben? Oder war das so beabsichtigt? Viele Fragen habe ich. Oha! Das war ein sehr ergiebiger Ether-Kanal. Es wird langsam dunkel. Puh. Jetzt hier runterfallen dürfte ich eigentlich nicht sterben, ne? Ich lande hier am Wasser. Zwei Container. Ups, zwei Container. Holen wir uns doch. Doch klar. What you got for me? Könnte das Schloss von Agnes sein? Das weiß. Schwebt. Hat auf dem Stil her so wie das von Kev ist. Wär cool. Oh, that's a rare one. Was haben wir da? Eine Tür. Materiallager. Was geht nicht auf? Schade. What you got for me? Gut, dann gehen wir mal wieder runter. Weil mehr ist hier nicht. Ich würde den doch gerne besiegen, ne? Aber irgendwie komme ich nicht. Mehr. Mehr. Keine Alpha-Giga. Power
Cool ist doch, guck mal, ihr habt ihn gerade gesehen. Auch diese kleinen Szenen, wenn ich jetzt zum Beispiel ihn ausgewählt habe als Kommando, sieht man ganz kurz die Augen von ihm so von wegen hin bereit. Selbst da hat er die Augenklappe auf. Nettes Detail so. Finde ich sehr cool. Gefällt mir. Das meine ich gerade. Der Blick ganz kurz und dann ist trotzdem die Augenklappe da. Stark, stark. Wir fangen mal mit ihm an. Wir haben 15. Ja, das Gute ist, wir kommen nicht über 100. Gute Limit. Schluss Juni. Der ist gleich besiegt. Sehr schön. Genau. Eine Pause, ich bin mit ihm zurück. Und jetzt den Weg wieder runter. Wenn er was springt. Springt tut weh. Aber ich glaube, den nehme ich noch mit, weil er glitzert. You look great. All right. Das ist aber meine Masche jetzt. Fallen lassen und kurz vom Boden nach vorne drücken, um wieder zu greifen.
schnellste Weg nach unten. Außer man springt. Dass das Ding allzu hoch ist. Dann geht das. Schwebender Steg. Jetzt bin ich hier schon, wo sie hin will. Okay, aber ich gehe in die Richtung. Ich will da oben nochmal gucken. Und alles mir anschauen. Alles. Ich hab schon gedacht, na komm ich da heil rüber. Wollte auf chillig machen, einfach rübergehen. Hatte ich zu. Mache das Ganze. So, einfach auf entspannt rüber da. Zack. Something so valuable here. What you got for me? Ach, Edelsteine wurden verkauft. Ist. My head kind of hurts. Ah, yeah. That happens when you gain altitude fast. Don't worry, it'll subside. Das ist ein Maki noch Hase. Den Maki noch. Und weiter. Entrance is up ahead. Da bin ich gerade rausgekommen. Okay. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das Ding hier im Schwert drin ist? Warum, aus welchem Grund sollte sowas im Schwert drin sein? Doch hinterher eingebaut, oder nicht? Egal. So, Shania. Zeig uns den Weg. Okay, I'll say what everyone's thinking. This is all sparking amazing! Ist es auch. Wirklich. Das ist riesig hier drin. Oha. City. This is the city. It sure took us long enough. We shouldn't relax just yet, though. Why the spark not? We don't even know if they're really our allies yet. We can't get complacent. Still on guard, huh?
Unlike some of you daydreamers, yes. I'd like to believe them. Their eyes. They look the same as his. They said they opposed Mobius, didn't they? It should be okay then, to trust them. The enemy of our enemy is our friend. Gotcha. Bloody Sparks. Why do I bother? Thank you, Tyon, for looking out for us. Yeah, sure. Whatever. I'll follow your lead. But please, stay vigilant. Of course we will. New colonies on the grid. Colony relations got updated. Sehr cool. It's bigger than half a dozen colonies. Ja, das ist richtig riesig hier. Are there really so many people? This is beyond anything we could have imagined. Come on, don't fail me now. Ich hab noch um Silbermünzen. Ich muss wieder Missionen mit dem abhaken. Great, it's done. Oh, hey, we finished off something. Kann ich mich abbauen? Kann ich mit noch ein Münzen bezahlen? Great, it's done. Guess it was worth the effort. Guess it was worth the effort. Guess it was worth the effort. Great, it's done. Guess it was worth the effort. Great, it's done. Guess it was worth the effort. Guess it was worth the effort. Great, it's done. Oh, hey, we finished off something. Oh, hey, we finished off something. Guess it was worth the effort. Great, it's done. It's done. Oh, hey, we finished off something. Guess it was worth the effort. Great, it's done. Great, it's done. Guess it was worth the effort. Guess it was worth the effort. Great. So, weiß noch welche auszugeben. 22 habe ich noch, die lasse ich noch. Da noch 10, gut, weiter geht's. Good stuff. Boah, Stufe 4. Sehr schön. Immer erst umschauen, man kennt es. Zentrilostraße. Da kommt bestimmt von Zentrum oder so ähnlich. Das Zentrum der Stadt.
time for a nice big breakfast. Geht die auf? Ah, schade. Schade. Hier ist ein Fahrstuhl. Gut zu wissen. Und eine große Leiter. Beziehungsweise eine lange Leiter. What's that? Kann man ja einmal rumlaufen. Tatsache. Look, maybe we can go this way. Eine Leiter. Oh. Ganz komischer Weg. Die Leiter ist sehr lang. Wow. Und hier hat einen schönen Blick. Jetzt kann ich hier wieder runter. Da vorne habe ich Container gesehen im Lagerbereich. Come on, don't fail me now. Das Ding ist wirklich riesig hier. Wie kehrt das? Bellyplatz. Come on, don't fail me now. Ah, sie ist abgeschlossen. Ich komme nicht wieder raus. Doch, ich kann da hochspringen. Ja, ich. Ja, aber jetzt zurück, weil ich möchte noch diese lange Leiter benutzen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet auch unbedingt in der nächsten Folge wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ich würde mich aber auch sehr über ein Abo von euch freuen. Und ja, ihr könnt mich gerne auch mal auf Twitch besuchen, da bin ich regelmäßig live. Da entstehen diese Videos hier. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet und ein Follow da lassen würdet. Wäre nice. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal.